Sehr schön. So, Star Wars, die Skywalker-Saga von Lego. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz von vorne, weil sonst passt man, also man kriegt sonst vielleicht nicht genug erklärt. Ich habe selbst eh nur 2 Stunden gespielt oder so. So, hier ist halt die Episodenauswahl. Wenn man später alles freigestellt hat, kann man natürlich hier in den verschiedensten Episoden gleich starten. Also mit Rache der Sith, halt den letzten Teil der Prequels oder so. Mhm. Wir müssen uns jetzt hierhin, glaube ich, bemühen. Die dunkle Bedrohung, der absolut allererste Teil. Chronologisch natürlich jetzt gesehen. Oh Gott, Meister Droidikas. Das war einmal. Aber das ist gut synchron, das sind wir gut, ey. Oh, Jason ist in IV. Ja, genau. Jetzt kommt der Audio-Claim für uns alle. Ja. Das ist keine GEMA, liebe GEMA. Das überspringen wir einfach. Wenn ich wüsste, wie würde ich es tun? Ja. Jetzt ist eh egal. Jetzt ist eh egal. Jetzt ist eh vorbei. Okay. Ja, genau, jetzt ist eh egal. Okay. 8-Sekunden-Sperre überschritten. Nee. Ah, ja. Hey, was haben wir da? Während des Kongresses der Republik endlose Debatten über diese Mondruinen der Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgeheim 2 Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. Da fangen wir an. So sei es. Möge der Konflikt mit dir sein. Möge der Konflikt mit mir sein. Wir sind die Ritter der Gerechtigkeit. Im Zweifel der Kokosnuss. Das hatte ich gerade auch im Kopf, du warst nur schneller. Ich bin in deinem Kopf. Gut, solange es nur im Kopf ist. Das kenne ich. Toll! Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Auf Deutsch, so ja. Bin ich noch im Bild? Wie schaltet man das aus? Wie will ich? Ist unsere Blockade völlig legal. Ich finde ein ganz mieses Gefühl. Ich finde es sonst generell bei den Lego-Spielen drauf. Mhm. Ja. Hui! Einleitung, denke das Schiff mit und so weiter und so weiter und so weiter. Kennen wir ja schon alles. Halt liebe Freunde, wenn ihr nicht wie, wisst, wie Tastatur- oder Controllersteuerung funktioniert, empfehle ich euch eine ganz andere Sendung. Das Druidenschiff erstmal, aber man kriegt hier einfach jetzt alles mitgeteilt. Überspringen das mal zum Hauptgame. Wir können an Bord gehen. Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen. Ich kenne ein ganz tolles Manöver! Genau. Wie von der Kirmes, da kennt man das, glaube ich, Kotzmühle. Weltraum über Naboo, Kampfschiff der Handelsföderation. Ich habe immer gedacht, das wären Raumstationen. Ach, das wäre ein Donut, wo so ein Stück rausgebissen wurde. Oh, oder so. Donuts. Könnt ihr es auch essen. So, wir starten natürlich episodengerecht mit Qui-Gon und hier Obi-Wan noch ohne Bart. Und man kann dann auch hier zwischen den Zweien halt hin und her tauschen, ganz wild und lustig. Qui-Gon. Ja? Qui-Gon Umhang heißt er. Steht oben links. Ja, das ist das Aussehen. Ja, ich weiß. Man kann ja hier unendlich viel sammeln, wie in jedem von diesen ganzen Lego-Teil. Da musst du ja auch die ganzen Leute alle freischalten, um spezielle Gänge dann benutzen zu können, weil ein Qui-Gon kann, keine Ahnung, irgendwo reinkriechen, dafür brauchst du dann einen Yoda und keine Ahnung, was weiß ich. Wenn du eine Müllpresse hacken willst, brauchst du wahrscheinlich R2-D2 und so einen ganzen Kram. So, gehen wir erstmal storymäßig hin. Willkommen, Botschafter. Ich bin TC-14. Zu euren Diensten. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Hier entlang, bitte. Hallo, wie schön, dich zu sehen. Ja. Also natürlich könnte man jetzt alles... Schaden hinterlassen, oder? Dezent Schaden hinterlassen. Man kann natürlich alles zertrümmern, um mehr Steine zu sammeln. Und mit den Steinen kannst du da halt später Sachen kaufen. Ich habe da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Wir mal. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtung, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt. Wo sie hin mit ihm weiter, weil ich weiß, aber wie Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks.
genau wie bei Gerrit, ne? Weiß auch nicht, wie man die Flinte wegpackt, haben wir alle erschossen. Ja. Im Zweifelsfall mit dem Laserschwert den Kopf. Hier entlang, Botschafter. Was damit wohl gemeint sein kann, bestimmt nur friedliche Sachen. Ich glaube, das sind die Handelscontainer, die sie abwerfen wollen. Sorry, ich wollte dir eigentlich helfen, aber ich kann ja nicht. Ich kenne die Tastaturbefehle nicht. So, komm, Druide, ein bisschen schneller vielleicht. Komm. Macht es euch bitte bequem. Mein Meister wird in Kürze bei euch sein. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Ja genau, jetzt kriegen wir halt mitgeteilt, wie wir die Macht verwenden können. Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Die Verhandlungen werden nicht lange andauern. Werden sie endlich beginnen, meint ihr? Ist es bei ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdisput. Da bin ich natürlich gut. Ja, Macht nutzen und Lichtschwert zücken ist übrigens dasselbe. Also. So. Hier natürlich, weil wir sind ja natürlich gute Jedis und uns wurden Manieren beigebracht, deswegen müssen wir erstmal hier die Stühle alle richtig anordnen, weil wir davon ausgehen, dass das hier gleich eine große Konferenz wird. Also das das klang nicht banal. Dioxys. Wir müssen hier weg. Aber die Entwickler bei den Lego-Spielen, die haben wirklich was geschaffen. Also ich habe früher so Lego Insel zweimal gespielt. Und gibt ja auch Harry Potter Lego. Ja. Harry Potter, Fluch der Karibik, hier Star Wars, unendlich viele Sachen. Ich glaube Minecraft sogar auch inzwischen irgendwas. Ja. Ja. Also. Die Übersetzung finde ich schon ziemlich geil gemacht. Ja, da gab es ja sehr viel Kritik, als das hier rausgekommen ist, weil manche mögen den alten, also wie sie es früher gemacht haben, lieber, wo die einfach nur so Pseudosprache, so ein bisschen wie die Sims gesprochen haben und das dann alles quasi über Bildsprache vermittelt wurde. Ich finde beides okay, also muss jeder für sich selbst wissen, was er besser findet. Entweder die Gags, die auch verbal ausgetragen werden halt noch, oder nur die Background dargestellte Komik. Wir können ja ein bisschen im Hintergrund murmeln, genug Leute sind wir, ja? Für die, die das lieber mögen. Roger, genau. Wo kann ich mitlesen, was ich jetzt einmal machen soll? Jetzt den letzten... Kombo-Schläge. So viel zu den Verhandlungen. Mit unseren Lichtschwertern machen wir mit dieser Panzertür kurzen Prozess. Oder wir kämpfen uns Verhandlungen mit Lichtschwertern. Was sollen wir tun, Meister? Aggressive Verhandlungen. Bring Licht in das Dunkel mit unseren Lichtschwertern. Philipp verabschiedet sich, wünscht noch schöne Feiertage. Dir auch, Philipp. Danke, dass du dabei gewesen bist. Weg dahin ist unser Weg. Oh, Druidikas! Ja, hätte ich das gewusst, ne? Wenn die einfach hätten ausschalten können. Oh, der ergibt sich nicht damit. Tja, was machst du, wenn sich plötzlich eine ganze Batterie an Androiden ergibt? Wohin mit denen? Ja, schwierig, ne? Alle in die unterste Etage, in die Müllpresse. Gelesen.
Interessante Taktik, um die Tür aufzukriegen. Ja, dachte ich mir auch. Ja. Also. Und jetzt müssen sie noch eine Runde Tetris spielen, bevor die Tür aufgeht. Da drüben, eine Invasionsarmee. Wir müssen runter auf den Planeten, in Naboo. Vielleicht können wir uns auch einschätzen. Ja, aber wie du schon sagst, Jason, das sind so Spiele, die man nie selbst spielen würde. Allerdings mal interessant zu sehen, andere Spiele, die man so selbst nicht spielt. Ne? Ich habe tatsächlich selber ein bisschen Lego gespielt. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Kiste Steine im Keller. Vielleicht präsentiert man das im nächsten Mal. Nicht so euer Diener. Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Droiden auftauchen. Ja, super heftig, General. Wir müssen einen sicheren Ort finden und die Naboo vor dieser Invasion warnen. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Otogunga. Eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Hier entlang. Willkommen. Bunga Bunga, Ergotherapie. Oh je. diese Machtsteuerung finde ich immer noch ein bisschen am kompliziertesten einzuschätzen, wann man da loslassen muss. Nicht drauf? Jetzt bin ich drauf. Jetzt bist du jetzt da. Ja. Kannst du halt die ganze Gegend so ein bisschen zusammensetzen, ja, ja, um an bestimmte Steine wie jetzt hier ranzukommen. Mhm. Eine mal auf. Mit Reparo wäre es einfacher gegangen. Ja. Oder einfach diesen Zauber zum Ranziehen, Levioso, oder was war da noch? Akio. 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 Ranziehen. So. Dojaja. Wo ist deine Heimat? Wir untertauchen müssen, Okidode. Okidode. Ah, aber ich euch warnen muss, die Gungans nicht mögen Fremdelinge, also nicht herzlichen Empfang erwarten. Oh, keine Sorge. Das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfang. Gott mein, schreibt nochmal genau die Betonung für den Zauberspruch ein. Leviosa. Ah. Aha. Fischen hier. Hey, hier ist er da. Stehen geblieben. Hey ho, hallo, Captain Tarpitz. Mhm. Bist du wieder da? Nicht schon wieder, Jaja. Du sie jetzt kommt zu die Boss. Du sie stecken ein großes Kacker diesmal. Okay. Ein großes Kacker. Willst du uns vielleicht etwas sagen, Jaja? Bisschen peinlich sein, aber blöderweise ich von dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt wie etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Wie ich sagte. Kein Verstand. Willst du uns vielleicht auch sagen, warum du verbannt wurdest? Jaja, Tollpatsch! Erge, Crash! Hey, blibla, Bongo von die Boss! Ich denke, Jaja! Ja! Ich hatte versehentlich Hände vom Steuer genommen, um leckere Käfer zu machen! Komm, mach deinen Schuh mal rauslassen. Jawohl. Wie fällt hier alles auseinander, wenn wir erstmal eintreffen? So schön, dass die nichts dagegen haben, dass man hier alles von denen kaputt macht. Ups. Ja, die sind noch wirklich schwert fest. Wir sind halt Jaja Binks gewohnt, ne? Da bist du harmlos. Er hat hier schon dreimal die ganze Stadt in die Luft gejagt, wahrscheinlich. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen.
Würze euch geben werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu Dinabu geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm! Ich glaube, damit schon Jar Jar einmal freigeschaltet. Mhm. Ich weiß jetzt ja, ob er jetzt schon direkt zu unserem Inventar gehört. Können wir tauschen? Ja, wir können ihn sogar spielen. Wo ist denn unser hier ein bisschen? Da war ich da. So. Die Animation einfach nur göttlich animiert hier einfach. Mhm. Tapsige. Tapsige, oder wenn er eben seine Zunge da jetzt wieder so rausstreckt. Meister, was ist das, ein Bongo? Ein Transportmittel, will ich hoffen. Das Unterseeboot. Wir finden angedockt in großer Blase. Hier nach. Ich euch reinlegen, aber voll. Fahren durch das Planetenkern? Ich mache mir mehr Sorgen über deine Geschichte mit Unterseebooten. Keine ja, es pixelt ganz schön, TikTok, das stimmt. Ja. Woran auch immer es gerade liegt, hier vielleicht mal kurz stehen bleiben. Tür ist zu, aber überlass das nur mich selbst. Mal gucken, ob sich dann wieder fängt. Ja, das ist ein bisschen in Bewegung. Mag er das gerade nicht so bei der Discord-Übertragung. Weiß nicht, woran es liegt. Kann aber jetzt auch, ich kann da jetzt nichts einstellen. Ich hoffe, es bessert sich dann nochmal von selbst irgendwie. Also ich weiß, dann werden wir nicht mehr ganz so viel sehen, aber ich kann in dieser Geschwindigkeit auch ganz Nee, das ändert irgendwie nichts dran. Das ist so ein pulsierendes Pixeln. Ich weiß auch nicht. Hat das vielleicht ein, auf wie viel direkt bei Discord zugucken? Nee, normalerweise nicht. Also wenn Annos Rechner nicht auf Anschlag ist, normalerweise, dann siehst du ansonsten dann an Discord selber. Ich weiß es nicht. Ja, die wollen mir noch mit Nitro verkaufen. Ja. Ja, da hast du ja zwischendurch mal so Minigames oder eben halt entsprechend das klicken muss, was da drauf steht, ne? Mhm. Eckst du deinen Zugang quasi. Ihr wohl durchgeknallert! Fahren durch das Planeten. Durchgeknallert. Hier euch der Bongo. Auch okay, geiles. Wie gesagt, Bescheid, wenn es hoffentlich besser wird. Keine Ahnung. Ein größerer Fisch, Level starten. Das pixelt immer mal so ein bisschen, ja. Wir machen einfach mal weiter und gucken. Dann hilft ja jetzt nichts. Also können wir jetzt gar nicht viel machen. Das ist ja nicht so, als wenn du uns spoilern würdest. Der Film ist ja schon bekannt. Was? Sag mal so viel, es gibt immer einen größeren Tisch. Ja, genau. Fette Kofferfisch! Riesenzähne! Keine Sorge. Die Macht wird uns leiten. Die Macht? Oh nein, nein, nein! Schnell, schieß! Ah! Bitte gemacht, Riesenfehler! Ich muss gerade nochmal mein Getränk auffüllen. Die Zuschauer gehören die nächsten 90 Sekunden euch. Thank you.
ganze Viech hier besiegen könnte, dass das da irgendwie. Ich glaube schon, das ist ja, der Lebensball hier oben macht so ein bisschen. Ist. Doch mehr, wa? Diese Power-Ups, die da links und rechts schweben, die kannst du nicht ansammeln, oder? Wirken soll es auf die Hintergrundmission. Okay, falsch. Ja. Links, ganz rechts, also. Du musst du den Fisch dagegen lenken wahrscheinlich, weil die kommen ja von hinten an. Wieder da und guten Appetit, Sunshine. Appetit. So, jetzt ist aber besser mit den Pixeln, oder? Meine ich. Ja. Also, müssen beim Unterwasserkampf bleiben auf jeden Fall. Super. Der gestaltet sich auch gerade recht lange, muss ich sagen. Sag, kannst du das noch eine Stunde rauszögern? Ja, Nitro ist so eine Geschichte, ne? Also ich hab's mir dann irgendwann doch geholt wegen den ganzen Zusatzoptionen, weil ich das so viel nutze. Guck mal. Jetzt sind wir noch los, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Es gibt immer einen größeren Fisch. Ja, wer hätte das gedacht? Ist der hinter mir jetzt noch einsammelt? Weiß ich auch nicht. Jetzt. Ah. Fliegt durch den Abgrund. 2 von 3. Oh Gott, kommt noch ein Fisch. Oh Gott. Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Wann ihr sie denken, wir sind ein Problem? Wir haben wieder Energie. Wir haben wieder Schwester! Oh, noch kleinerer Fisch. Ja. Volle Kraft voraus. Mit noch mehr 10. Ich hab doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer! Dein Ach, das ist doch alles nur, na, wie heißt die denn? Was die Walfische im Maul haben, was keine richtigen Zähne sind. Ich komme nicht drauf. Seht diese Lamellen da. Uns. Ja, aber wir sollten ihn dennoch verletzen können. Das erinnert mich so ein bisschen an alte Spielhallen-Klassiker, wo du auch in solchen Tunneln warst, wo dann nur die Figur, die Figuren animiert waren und das der Rest ein Film war, der lief. Mhm. Schon gefräßig hier. Ja, der ist genauso lang, wie der Kampf dauert. Ich glaube, das treffe ich ganz an dir, also. Ja, ich kann nur Feuer, also wie so ein Torpedo, der gerade dahinter steht. Nee, du hast dein Ziel links. Über dir. Normalerweise schießt du auch dahin, wo du hin siehst. Vielleicht eine der seltenen Gelegenheiten, wo man den zweiten Stick benutzen kann. Ich weiß es nicht, ich rate nur. Scheinbar nicht. So, danke sehr. Ja, liebe Zuschauer, so geht das jetzt immer weiter. 2 Stunden später. Na, guck mal, wir sind da. Nein, warte. Schön, schön. Wir müssen die Königin finden. Ah, der Sieg ist unser. Oh, die Franzosen, ja. Telefon. Ja, sorry. Ich hab schon. Ja, wie bei jedem Lego-Ding hast du so ein Level abgeschlossen, wenn dir erstmal 100 Nachrichten angezeigt, wie viele Steine du gesammelt hast, wie viele Sondersteine du gefunden hast und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter.
Und dann lernen wir jetzt hier noch was kennen, das kann ich auch noch nicht. Mit Kübersteinen kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Okay. Mal alles kann ich jetzt sogar Busses machen. Okay. Drücke Arm, allgemeine Verbesserung. Oh, hier, da, das. Da gibt es ein richtiges Klassensystem in dem Spiel. Ja. Das ist ja krass, das hätte ich jetzt in einem Lego-Spiel gar nicht vermutet. Es ist immer mehr und mehr und mehr geworden, wie weit die Teile gingen. Das ist jetzt von 2022. Dürfte ein Star Wars-Spiel sein. Ja. Und ich habe tatsächlich auch mal ein Star Wars-Spiel gespielt, aber ein älteres. Und da meine ich, hätte ich auch am Ende von einem Level nur diese Blobster, die ich gesammelt habe, aufgezählt bekommen und konnte irgendwas kaufen und das war's. Mehr war da, glaube ich, nicht drin. Ja gut, sollte ja die finale Version sein, deswegen ist da alles drin. Gibt ja noch, glaube ich, etliche Add-ons, wenn mich nicht alles täuscht, mit irgendwelchen Figuren jetzt aus den aktuellen Serien und so. Ja, also Figuren sammeln, wie gesagt, ne? Ganz, ganz viele sind, um bestimmte Bereiche in allen Leveln freizuschalten. Also du musst halt jedes Level auch irgendwann immer mal wieder betreten. Also nicht komplett durchspielen zumindest, aber zumindest betreten, um dann einen Bereich öffnen zu können und dann da wieder weitere Sachen zu sammeln und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir hier auf einem wunderschönen Naboo. Können wir mal angucken. Und jetzt ist mit wunderschön gar nicht untertrieben. Ja. Das ist echt schön. Hat ein bisschen was von Venedig. Ich finde, es hat was von Differa. Okay. Was wohl zuerst da war? Differa? Venedig? So. Wo soll ich eigentlich hingehen? Ach, ich laufe in die falsche Richtung, oder? Hier haben wir Prinzessin, wie hieß noch, Amidale? Amidala. Das andere war Amadillo, das war ein anderes Spiel. Royale Rettung. Ja, natürlich haben wir die Royale Rettung zu ziehen. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Tiptop? Hast du dir für diese Discord-Bildschirmübertragung extra Nitro geholt oder machst du ohne Nitro? Weil bei dir sieht das ja immer ganz gut aus. Meistens jedenfalls. Was geht denn da eigentlich bei euch ab? Das ist bei Xelos. Achso. Entschuldigung. Da wird gerade renoviert. Oder so. Nein, das ist mein super toller Stuhl, wo die Schrauben hier halten. Ich hab's vermutet, dass es sowas ist. Das sind die Handwerker. Oh. Ja, genau, die Handwerker. Jetzt hab ich dich. Ich nehme an, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, um sie abzufangen. Warum dauert das so lange? Sind wir beim Hangar? Wir waren nicht okay, klar, danke, der Typ hat mich jetzt nur mal interessiert. Ich habe einen Umweg genommen. Dann ist das jetzt wahrscheinlich Zufall gerade mit der Übertragung, wenn du auch keins hast. Wenn der Vizekönig uns beim Trödeln erwischt, müsst ihr uns zu Sabak würfeln. Ich habe auch den Server hier ein bisschen geboostet, damit es ein bisschen besser ist, wenn es nicht. Aber bei 720p 60 ist Ende. Ich selber kann mittlerweile 1440p 60 übertragen. Also ich finde, lohnt sich in vielerlei Belangen. Es gibt ab und zu auch mal von extern so Codes zu kaufen für kleines Geld, wo man dann 3 Monate Nitro hat. Wenn da jemand Interesse dran haben sollte. Ihr seid super heftig. Oh. Es ist nicht weit. Bleib dicht bei mir. Die Königin ist hier nicht sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Noch mehr Droiden. Lasst sie nicht entkommen.
Hey, das Gefolge wird auch immer größer. Ja. Ich hoffe, die bleiben dabei. Ich glaube, ein paar von denen sind ja auch wirklich im Film mitgelaufen, oder? Das eine müsste ja der Pilot sein, das andere ist ihre Doppelgängerin. Im Kleid ja, wahrscheinlich sogar. Und das andere ist der Sicherheitschef mit der Augenklappe. Weiß aber gar nicht, wo sie die Außenaufnahmen von Nabu gedreht haben. Ich weiß, die Innenaufnahmen, das sind Caserta im Palast. Und Kumasee teilweise. In Italien, in Caserta, das ist ein, Königspalast. Das ja jetzt auch noch, oder haben die für neuere Sachen? Die haben ja in der mal wieder jetzt auch in den Serien zurückgebracht. Jetzt haben sie das Volume. CGI oder? Okay. Ja. Durch die Fotogrammetrie und die Spieletechnik wird es ja alles so hochauflösend. Dass man es kaum noch merkt, wenn es nicht mehr echt ist. Ja. Schwert. Okay. Oh, Entschuldigung, oh Gott. Ja, Kollateralschaden. Ich glaube, du musst auf sie wechseln, oder? Wenn die... Ich kann nicht auf sie wechseln, ich kann nur auf uns rein. Das ist das Ihrer königlichen Hoheit. Ah, jetzt. Seid ihr bereit? Wir sind sowas von bereit. Mhm. Sieht optisch nicht so aus, als ob wir alle reinpassen würden, aber... Innen größer als außen. Ja, das ist eine Tarnung. Da ist die Blockade. Ihr Schildgenerator wird getroffen. Mal draufklopfen geht schon. Oh Gott. Weißt du, woher das kommt mit den schwebenden Gondeln? Nein! Erstmal alles trinken, egal. Und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Die Föderation? Achso. Jetzt wird's zum Frosch hier. Nicht die Föderation, Jason. Tatooine, sagst du? Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. So, wie viel muss ich noch füllen? Ich würde sagen, den Rest gucken wir mal, ob wir das in der halben Stunde den Asteroiden zerschossen. Alles kein Muss. Übergänge bei Brooklyn. Mhm. 42 da. Ja. Ist jetzt auch wieder, war doch auch irgendwie ein Update bei Star Citizen oder so? Ich weiß gar nicht. Das war ja mal mit angesetzt. Ich wollte eigentlich mal wieder zu einem Testwochenende reingucken, aber dann habe ich es dann doch immer wieder verbaselt und verpasst. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du sie denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht... Also gut, wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Ja, jetzt haben wir
Ja genau, wir können jetzt erst mit dem zu hier. Wir sind ein unabhängiges. Mal ein Zeichen im Sand. Wurmzeichen. Hat ein Wurmzeichen. Genau. Ich kann halt nicht schon echt. Und der Rest geht weg. Ich wollte Jason reinschreiben in den Sand. Das ist doch gemein. Naja, das sollte das A werden. Ich fühle mich sehr geehrt, von einem Druiden gezeichnet. Ja, siehst du? Live im Stream gezeichnet vom Druiden. Von der KI. Und zwar nicht ChatGPT. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder irgendwelche anderen Leute, ja, mit denen wir hier interagieren können. Die Teile können nach wie vor, ich glaube, die können alle Online-Multiplayer zu zweit oder so, ne? Kann auch sein. Das hatte Unifon schon mal gefragt. Ich war eigentlich der Meinung, dass die keinen Multiplayer hatten, aber wenn dem so ist, umso besser. Ich dachte an allen Stellen, wo man tauschen kann, dass das dann der andere Spieler macht, aber ich kann mich auch täuschen. Also ich dachte auch. Auch irgendwie anders in Erinnerung. Aber ich hatte es damals auch probiert. Weil ich habe nicht das, sondern eins von den Vorgängern. Und da ging es nicht. Ich hatte bei einem aus Versehen mal bei einem alten Teil Multiplayer eingeschaltet. Das war dann aber, da hatte ich plötzlich den zweiten Player. Der war dann mit auf der Tastatur. Also sozusagen, der eine hat die linke Hälfte von der Tastatur und der andere die rechte oder so. Okay. Weiß nicht, ob das auch online gegangen wäre, aber ich dachte jetzt bei diesen neueren, wenn das von 2022 ist. Ja. Dass das vielleicht auch Online-Multiplayer hat, aber wie gesagt, das war jetzt auch nur geraten, weil ich die alten haben auf jeden Fall lokalen Multiplayer zumindest. Genau, lokalen, also Splitscreen, weil die sind ja eigentlich mal mehr oder weniger für Konsolen programmiert worden, das ja. Also dann hast du halt einen geteilten Bildschirm, ne? Ob jetzt so richtig Online-Multiplayer, weiß ich nicht. Vielleicht können wir ja wir können ja mal die Zuschauer fragen, ob die das schnell ergoogeln können. Wenn wir das Wissen hier quasi noch. Okay. Die wissen das natürlich so aus dem Kopf, aber ob sie es mit uns teilen wollen. Mal gucken. Genau. Ich laufe hier wieder einfach mitten in irgendwo hin und weiß eigentlich gar nicht. Da. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht einen süßen kleinen Propellerhut. Hat sich auch das Gepixel wieder ein bisschen gefangen. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Ein Propellerhut. Okay, das war jetzt, glaube ich, nicht so das Ziel. Nee, ich weiß gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Hey, warum schaut ihr euch nicht lieber ein paar Porträts an? Ja. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen in der Wüste, Sascha. Mehr Spaß als Überantriebe zu reparieren. Spannende Fischkämpfe verpasst. Naja, die letzten 2-3 Minuten habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber davor habe ich geschaut. Ja. Ja. Die Fische waren bisher das Anstrengendste und ich verlaufe mich hier ständig. Ja, verlaufen, das kann ich auch. In Perfektion. Danke, Manu. Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Auf zu Watto. Da gibt's ein Tattoo. Geh ins Licht! Hallo, Subadanaga. Subadanaga. Ich habe vorhin gesehen, dass er was getrunken hat und ist grün geworden. Das habe ich mitbekommen. Ja, keine Ahnung, was er getrunken hat. Ja, ja. Auf jeden Fall kein Blaubeere-Kokosnuss, so wie ich. Nee. Das Bild wieder ist klar. Juhu! Ich sehe die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was sie sehen.
das denn? Die anderen sagen, sie sieht man nur so Pixel. Ja, im Moment geht's gerade. Übers Handy geschaut und da ging es tatsächlich, aber wahrscheinlich, weil es halt auch nur ein kleines Bild ist. Ne? Da habe ich jetzt nicht gesehen, dass es gepixelt hat. Da werden auch 320p wieder scharf, ne? Ja. Ich brauche Teile für einen Nubian Typ J327. Ja, ein bisschen. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Da steckst du halt manchmal nicht drin in der Übertragung. Das ist... Wie war das bei mir? Hat das bei mir auch gepixelt? Da war deutlich, ganz selten kurz. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Wohntag. Das liegt wahrscheinlich am Discord, oder? Ihr könntet meinen anmelden. Kann alles Mögliche sein. Das kann mal die Übertragung sein, das kann mal Discord sein, das kann mal... Ja. Die Macht wir werden es nie erfahren. Stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pot bei einer Wette gewonnen. Oh, Pot Racing. Ich setze meinen nagelneuen Pot gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Potrenner ist zwei Sklaven wert. Dann nur der Junge. Da hinten liegt er. Die Zunge. Jawohl. Wenn das alles ist, sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. Das kann ich auch, warte mal. Ich muss mal gerade auf die große Kamera umschalten. Oh Gott. Cut, Krankenwagen. Wir haben nächsten Tag eine Zeitung. Streamer reißt sich beim Stream die Zunge raus. Oh wei. Oh, oh, oh. Wäre möglich, Andrina, die schreibt gerade noch, weil es gleichzeitig in den Stream kodiert wird und noch in den Discord kodiert wird, dass das vielleicht eine Auswirkung haben könnte. Wäre möglich, ja. Hier ist aber auch direkt in Discord. Das ist genauso. Nee, nicht ich. Nicht ich, weil Anno gleichzeitig streamt. Nee, ich stream weil der Rechner zu rechnet. Discord und zu Fitchall, ne? Genau, das meint, das meint Andrina. Das ist auch eine Möglichkeit. Also normalerweise, das machen wir ja eigentlich auch, wenn wir Hogwarts Legacy spielen. Und da habe ich eigentlich selten Probleme. Manchmal ist es pixelig, aber nicht so extrem wie im Moment gerade. Gibt es vielleicht eine Menge der Zuschauer, also die gleichzeitig bei Discord mitkommen, meine ich? Hatte ich eben auch vorhin gedacht. So. Mhm. Dürfte normalerweise nicht. Ich kann hier mal rausgehen. Oder wir gucken hier alles zu. Ich schaue über Twitch. Also ich schaue gar nicht über Discord, die Discord-Übertragung. Ich schaue über Zuschauer. Twitch. Bei Discord hier. Ich schaue es über Twitch. Also über den PC. Das ist dann normalerweise auf die Codierung. Es geht ja um die Codierung. Also die Zuschauerzahl dürfte da keinen Einfluss drauf haben. Stell mir vor, bei Twitch hier, Gronkh 20.000 Leute, da würde die. Hast du noch einen Pixel, zwei Pixel auf dem Bildschirm? Zwei. Ganz große. Was steht da? Das kann man nicht lesen. Bitte übersetzen. Aber übersetzen. Lesen. Da steht Ronas. Ronas. Auch ein Übersetzer-Druiden. Genau. Die kriegen wir, glaube ich, von Anakin wahrscheinlich. Den ersten selbstgebauten C3PO in Silber. War es doch im ersten Film, oder? Der war Silber, ne? Was machen wir damit? Kaputt machen was. Es geht aber kaputt machen. Transporter des Widerstands. Oh nein, du musst selbst rennen fahren, das kann jetzt noch schief gehen eigentlich. Zuschauer, bitte gebt noch eure Wetten ab. In Kürze startet das Rennen. Hallo A, letzter oder B, stirbt er beim Rennen. Jetzt die Wetten ein. Ich glaube kein Zeug. Ich denke schon mal. Ein Junge aus der Gegend. Vergiss nie, konzentrier dich auf den Moment. Fühl, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Das ist ja vor extra mal als Spiel Podracing. Ja. Ja.
Okay, Daumen drücken und Augen zumachen. Nee, nee, ich... Augen zu ist eine gute Kulation. Komm, das ist wie Besenrennen. Aus der Servoreflex wie nur die Elf. Also ich würde da glimpflich versagen, definitiv. Das ist ein bisschen langsam, oder? Wie langsam? Oh, das ist schon langsam. Ui. 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 Sie sind auch wieder da, okay. Ja, natürlich. Oh, Speed, gell? Das war Runde 1. Zwei Runden noch. Wenn die Fahrer sie überleben. Ja, ja, jetzt wird's noch schneller. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, Wahnsinn. Oh Mann. Das ist Podracing. Ja, okay. Nein, wenn ich gewinnen will, muss ich sie wieder befestigen. Machen. Das Ding anvisieren, ja. Welches Ding? Ach da. Ja. Okay. Kabel irgendwo. Ja, ja. Jetzt hast du es gleich. Ja. Hat schon zum Glück keine Zeit gekostet, wa? Ja. Ach, du schaffst es irgendwie schon. Das geht ja, ja nach der Story. Wenn du nicht durch jeden Felsen durchfährst. Mach aber die Map kaputt, nicht Bam! Umfahren. Sieht man irgendwelche Platz? Dritter bin ich, oder? Sieht so aus, ja? Ja, ich gebe schon ein Name dran, aber es kann schon sein. Ich auch mit. Vorne ist einer. Den kriegen wir doch noch. Natürlich lässt er sich den Sieg noch nehmen. Anno hole ich jetzt auf. Er überrundet die noch. So, zweiter Platz. Ja, super. Wow. Das ist ja doch. Ja, hol ihn dir. Schnell. Was ist jetzt wieder kaputt? Du bist doch wieder irgendwas. Was jetzt? Oh nein. Und jetzt? Ah, geht wieder. Geht wieder. Sehr schön. Was wird denn schaffen? Sollen wahrscheinlich die Sabotage nachmachen, ja, die ja, ja. Der Filmbetrieb hat eigentlich mit uns. Ja, genau. Einige Kastenräuber sind in der Gruppe der Dünenstoff gesichtet worden. Jetzt hast du, glaube ich, jetzt hast du. Jetzt nicht überholen lassen. Hier, wo ist das Ziel, genau. Komm. Yes! Sieg! Yes! In allen Stücken! Klar! Schön, Mann! Oh, Genie! Ihr habt gewusst, dass der Junge gewinnt. Irgendwie habt ihr es gewusst. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Mom, das viele Geld. Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen, wir haben nicht viel Zeit. Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Spoiler, sie stirbt. Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid. Der will die Originalstimme noch. Bis 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte.
Ja. Ich würde sagen, wir haben gut was erreicht. Ich glaube, die Stunde ist ja, oder? Ja, ja. Ja, das muss, muss ja nicht auf die Minute passen. Lustig. Ja, aber wir sind gerade so am Levelende, bevor wir jetzt in irgendwas reingeraten wird. Länger dauert, das weiß ich ja hier nicht.